Ein Paar aus Kanada adoptierte ein einjähriges Mädchen und machten wenig später eine erstaunliche Entdeckung. Was es damit auf sich hat, erfährst du heute in unserem Video. Als Ron und Nathalie Trecrosset aus Kanada sich 1997 dazu entschlossen, ein Kind zu adoptieren, konnten sie noch nicht ahnen, welche wunderbare Überraschung das Schicksal für sie bereithielt. Am Ende hatten sie nicht nur einem Kind ein neues Zuhause geschenkt, sondern gleich zwei. Durch einen glücklichen Zufall begann das Paar seine Suche nach einem Kind in der Stadt Arad in Rumänien. Dort lernten sie in einem Waisenhaus die einjährige Rodica Lavinia Farkas kennen, deren Gesundheitszustand bereits ziemlich zu wünschen übrig ließ, da sie deutlich unterernährt war. Obwohl es zu dieser Zeit in Rumänien, welches von einem Diktator regiert wurde und wo teils chaotische Zustände herrschten, nicht besonders leicht war, Dokumente und Unterlagen über Waisenkinder zu finden, machten Ron und Nathalie bald eine erstaunliche Entdeckung. Die kleine Rodica war keineswegs ein Einzelkind, sondern hatte eine ältere Schwester. Deren Aufenthaltsort war allerdings unbekannt, da sie in einem anderen Waisenhaus untergebracht war. Doch nach intensiver Suche konnte sogar ihr Name ausfindig gemacht werden: Giannina Farkas. Sie war ein Jahr älter als Rodica und das Paar entschied, auch sie adoptieren zu wollen, sobald sie sie gefunden hatten. Das gelang auch und die Familie machte sich wieder auf nach Kanada. Dort stellten sie fest, dass die beiden Schwestern sogar nur zwei kleine Kinder aus einer Familie von 8 Sprösslingen waren. Diese konnten aber leider nicht gefunden werden. Giannina und Rodica werden kurz darauf in Sophie und Daniel umbenannt, wobei ihre eigentlichen Namen noch als Zweitnamen behalten wurden, um sie stets an ihre Wurzeln zu erinnern. Beide Schwestern gehen nun aufs College und haben sicherlich ein erfülltes Leben vor sich, dank ihren Pflegeeltern, die sie aus der Armut nach Kanada holten. Das Leben der beiden wurde sogar von einem Dokumentarfilmer aufgegriffen und in einen Film gepackt, damit noch mehr Menschen von dieser unglaublichen Geschichte erfahren. Was hältst du von dieser tollen Story? Schreib's uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns auch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!